Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, rund 3 Wochen sind wir jetzt im Herbst 2023 unterwegs und 2 Tage verbringen wir auf dem wunderbaren Stellplatz Costa Brava Aria in Lestadiet. Der freundliche Chef des Stellplatzes erzählt uns etwas von einem Naturpark gleich nebenan. Das wollen wir uns ansehen und setzen uns auf die Fahrräder. Erkunden kann man diesen Park zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Beides ist möglich. Ab 2010 wurde diese Dünen- und Salzwiesenlandschaft im Küstenbereich zum Teil renaturiert. Und es gibt viel liebevoll gestaltete Möglichkeiten, um Vögel zu beobachten. Heute allerdings nicht. Entweder ist am heutigen Sonntag einfach zu viel los oder es ist die falsche Tages- oder Jahreszeit. Am Fluss Ter, an dem der Park endet, beobachten wir dann schließlich doch noch ein paar Vögel. Wir fahren zurück und am langen Strand vorbei an den Hafen des kleinen Ortes Lestadiet. Die vielen Restaurants sind heute gut besetzt. Eine neu gestaltete Promenade führt weiter aus dem Ort hinaus. Hier ist man den riesigen Felsen ganz nah. Dies ist ein exzellentes Tauchrevier und einige Unternehmen im Ort bieten geführte Tauchtouren vom Boot aus an. Am nächsten Morgen ein anderes Bild. Das Meer ist aufgewühlt und die Brandungswellen laufen an den Strand. Nur ein paar Mutige wagen sich heute ins Wasser. Wir fahren weiter in Richtung Süden. Auf unserer Tour bis ans Ende der langen Sandbucht kommen wir an vielen Wohnanlagen vorbei, die in ausgedehnten Pinienwäldern liegen. In Platja del Racó hat noch ein Hotel geöffnet. Die ausgedehnten breiten Sandstrände enden hier. Jetzt wird es hügelig und wie die folgende Streckenführung zeigt, auch extrem kurvig. Unsere Ziele am Kap von Beru sind die Cala Satuna sowie das Leuchtfeuer von Beru. Noch sind die Straßen allerdings breit und auch für größere Fahrzeuge gut zu befahren. Nach einiger Kurverei erreichen wir die zauberhafte Cala Satuna. So schön, dass sie einfach gemalt werden muss. Der Küstenwanderweg läuft auch durch diese Bucht hindurch und wir gehen ihn ein Stück am Wasser entlang. Es geht auf und ab und auch über viele Treppen. Wir schauen hinüber auf die Felsen, an denen sich die Wellen brechen und hinunter in das tiefblaue Wasser. Und wir haben uns ein Essen verdient. In dieser Kulisse zwar nicht ganz billig, aber ein Traum. Wir sind so verzaubert, dass wir diese wunderschöne Bucht kaum verlassen mögen. Ja, und mit den breiten Straßen ist es jetzt auch vorbei. Und die Kehren werden immer enger und steiler. Teilweise müssen sie im ersten Gang durchfahren werden. Erst geht's rauf und dann wieder runter. Und dann geht's gar nicht weiter. Eigentlich sollte dies laut Google Maps eine Fahrstraße sein. Ist es wohl auch, aber nicht für unseren Bulli. Da gehen wir doch lieber zu Fuß weiter. El Semáforo de Beru ist katalanisch und soll wohl so etwas wie ein Leuchtfeuer sein. Eigentlich haben wir hier einen Leuchtturm erwartet. Es ist dann aber wohl mehr ein Leuchthaus. Auf alle Fälle ist es eine ganz besonders exponierte Stelle und wir schauen von hier aus weit auf das Meer hinaus. Für die Besichtigung des Städtchens Beru ist es heute zu spät und wir fahren ein Stück in das Land hinein bis Peratallada. Aber vorher beten wir, dass uns hier kein Fahrzeug entgegenkommt. Glück gehabt! Peratallada, so haben wir gelesen, sei ein gut erhaltenes mittelalterliches Dorf. Und außerdem gäbe es dort am Ortsrand einen wunderbaren Parkplatz für Wohnmobile zum Übernachten. Zurzeit ist er kostenlos. Die wohlhabenden Großstädter und Ausländer, die hier ihre Zweitresidenz haben, sollen darauf geachtet haben, dass in dem Dorf jeder Stein so bleibt, wie er im Mittelalter gesetzt wurde. Mit verwinkelten Gassen,
Torbögen, blumengeschmückten Balustraden und vielen Restaurants ist der Ort eine großartige Kulisse, so der Reiseführer. Er hat nicht untertrieben. Auch der mittelalterliche Straßenbelag muss durch die Rollkoffer der Hotelgäste bewältigt werden. Und hier sind sogar noch die Fahrspuren alter Eselkarren zu erkennen. Und dann der Glockenturm, der Torre de les Ores. Er kann bestiegen werden, kostenlos. Das lassen wir uns nicht entgehen. Wir kommen am historischen Uhrwerk vorbei und die Gewichte zum Antrieb der Uhr hängen an Stahlseilen mitten im Turm. Was für ein Rundblick über diesen außerordentlichen Ort und die Landschaft. Sensationell. Wir freuen uns, diesen Ausflug ins Landesinnere unternommen zu haben, auch wenn es zunächst nur darum ging, einen netten Schlafplatz für die Nacht zu finden. Am nächsten Morgen geht es zunächst in das Städtchen Beru. Es liegt umgeben von mit Pinien bedeckten Hügeln, nur einen Katzensprung entfernt von den legendären Buchten am Cap de Beru. Die Sonne scheint und die Cafés um die Kirche herum sind heute Morgen bereits gut besucht. Die Bewohner haben den Ort zwar für den Tourismus herausgeputzt und dabei trotzdem seinen dörflichen Charakter erhalten. In den Gassen dominiert die Farbe Ocker. Früher blühte in diesem Landstrich der Handel mit Korallen. Später lebten die Menschen vorwiegend von der Korkindustrie. Ihr Niedergang zwang viele Einwohner in die Emigration nach Südamerika. Die Rückkehrer brachten einen gewissen Wohlstand mit. Davon zeugen die stattlichen Kolonialhäuser. Beru, ein sympathischer, lebendiger kleiner Ort in attraktiver Umgebung. Und jetzt beginnt unsere Drei-Buchten-Tour. Es sind drei sehr schöne Buchten. Ich weiß nicht, ob es die schönsten sind, denn es gibt noch viele andere. Aber am schwierigsten wird es sein, sie richtig auszusprechen. Von Beru aus müssen wir tief hinunter. Unterwegs halten wir an. Und dort müssen wir hin. Die erste Bucht ist die Playa de Guablara. Der wunderschöne Strand ist feinsandig. Und was für ein Türkis! In dieses Fischerhäuschen hat sich meine Frau spontan verliebt. Na, das wäre doch was. Vom Haus fast direkt ins Wasser springen. Um die Mittagszeit ist das Fischlokal an der Bucht gut besetzt und die Gäste stehen inzwischen sogar an. Gut, dass wir früher dort waren. Eine wirklich tolle Bucht. Aber geht's noch besser? Wir fahren weiter. Es sind nur wenige Kilometer bis zur Cala de Tamariu. Wir treffen hier auf buntes Badeleben. Viele Familien sind am Strand. Eine ganze Reihe von netten Restaurants liegt jetzt in der Sonne. Das hat eine Menge Gäste angelockt. An der Bucht liegt ein kleiner Ort mit entsprechender Infrastruktur. Und es gibt hier einen Campingplatz. Wir würden gerne hier bleiben und fahren hin. Leider hat dieser Platz zu dieser Jahreszeit bereits geschlossen. Schade. Dann geht es weit hoch in die Berge und anschließend steil wieder hinunter. Zum Playa de Llafranc. Uns erwartet eine langgestreckte Bucht mit feinem Sandstrand und einer schicken Promenade. Das ist hier nicht mehr ganz so ursprünglich wie in den letzten Buchten, hat aber Charme. Und die Kinder amüsieren sich im Wasser und quietschen vor Vergnügen. Es gibt hier ein paar Hotels, die von der Größe her aber eher bescheiden sind. Also, wir können uns nicht entscheiden. Die drei Buchten sind zwar sehr unterschiedlich, aber jede Bucht hat was. Der Stellplatz Autocaravaning Palamos ist nicht weit. Und da es bereits dämmert, wird es höchste Zeit. Auf dem Stellplatz geht es steil hinauf und es gibt mehrere Plattformen. Von den vorderen Plattformen kann man bis übers Meer schauen. Und die Plätze sind heiß begehrt.
Wir stehen etwas weiter hinten, aber ruhig. Ich sage Tschüss, gute Nacht und bis morgen.